Durchsetzung von Marken, Patenten und Designs. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und in diesem Video erkläre ich genau, wie man Marken, Patente oder Designs durchsetzen kann. Mussten Sie schon mal Schutzrechte durchsetzen? Über Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unter diesem Video würde ich mich sehr freuen. Wie setze ich überhaupt meine Schutzrechte durch? Was ist überhaupt das sinnvolle Vorgehen? Im Folgenden gehe ich auf die wichtigsten Eskalationsstufen ein. Die Berechtigungsanfrage. Die Berechtigungsanfrage ist wahrscheinlich die harmloseste Form der Eskalation, natürlich neben dem eigenen Anschreiben des Gegners. Bei der Berechtigungsanfrage schreibe ich dem Gegner einfach, ich vertrete Herrn Meyer in Angelegenheit des gewerblichen Rechtsschutzes. Der ist Inhaber der Marke Marimba für Tanzstudios, jetzt mal nur als Beispiel. Auf der Webseite marimba.de musste ich feststellen, dass Sie dort die Dienstleistung eines Tanzstudios anmelden. Teilen Sie mir doch innerhalb von Frist 2 Wochen mit, warum Sie sich berechtigt fühlen, in die Rechte meines Mandanten einzugreifen. Ganz wichtig, man darf in der Berechtigungsanfrage keine gerichtlichen Schritte androhen, denn sonst wird das als Abmahnung gewertet. Und eine Abmahnung könnte wieder eine Gegenabmahnung zur Folge haben und das hat eben wieder Kostenrisiken zur Folge. Das Risiko einer Berechtigungsanfrage ist relativ gering, wenn man sich eben an die Regeln hält, da der Gegner sich nicht abgemahnt fühlt und wahrscheinlich noch relativ, wenn er sich eben beraten lässt, relativ freundlich behandelt fühlt und dann vielleicht am ehesten noch auf die eigenen Forderungen eingeht. Die nächste Eskalationsstufe ist die Abmahnung. Wann setzt man nun eine Berechtigungsanfrage und wann eine Abmahnung ein? Die Berechtigungsanfrage setze ich in der Regel immer dann ein, wenn man davon ausgehen muss, dass der Gegner das nicht mit Absicht getan hat und einfach blauäugig gehandelt hat und nach einem kurzen Hinweis wahrscheinlich sofort alles umstellen wird und den Forderungen nachgeben wird. Wenn der Gegner allerdings bewusst in die Markenrechte eingreift und sich zum Beispiel an die Marke anhängt oder an den Ruf anhängt, den Ruf ausbeutet oder eben vorher schon positiv Kenntnis hatte von der eigenen Marke, dann geht so eine Berechtigungsanfrage natürlich nicht, der lacht einen ja aus, sondern dann muss man abmahnen. Eine Abmahnung sieht im Prinzip ganz ähnlich aus wie eine Berechtigungsanfrage, außer dass man innerhalb der Frist eben die Abgabe einer strafbewehrten Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung verlangt. Und in dieser Erklärung muss eben der Gegner dann sich dazu verpflichten, unter Vertragsstrafe eben zu unterlassen, Auskunft zu geben, in welchem Umfang er diese Verletzung begangen hat, Schadensersatz zu zahlen, die Kosten zu erstatten. Möglicherweise kann man da auch noch, also man kann in jedem Fall, das macht man allerdings nicht immer, auch noch weitere Ansprüche geltend machen, wie einen Rückrufanspruch oder einen Vernichtungsanspruch. Also die ist wesentlich weitreichender, so eine Abmahnung. Dadurch, dass sie eben wesentlich aggressiver ist und schon gleich mit Kostenfolgen verbunden ist, geht der Gegner natürlich sofort in die Defensive und wird sich dann dreimal überlegen, ob er sich dieser Abmahnung streckt. Wenn man also das Ziel hat, dass der Gegner eben einfach die Sache unterlässt, dann ist die richtige Form die Berechtigungsanfrage, es sei denn eben, dass der Gegner dreist ist und Kenntnis hatte. Wenn man allerdings eben die Kosten alle auch ersetzt haben möchte oder weitergehende Ansprüche geltend machen will, dann ist das Richtige die Abmahnung. Was sind die Kosten von so einer Abmahnung oder einer Berechtigungsanfrage? Bei der Berechtigungsanfrage berechne ich das nach meinem Stundenaufwand und der ist relativ gering, weil das eben ein kleines Schreiben ist. Das wird also irgendwo so zwischen, weiß ich, 150 und 300 Euro liegen. Bei einer Abmahnung rechnet man normalerweise nach RVG ab und dann richten sich die Kosten nach dem Gegenstandswert. Der Gegenstandswert liegt bei Markenabmahnung jetzt als Beispiel üblicherweise so zwischen 50.000 und 200.000 Euro. 200.000 Euro sind schon relativ bekannte Marken, 50.000 Euro sind eher unbekannte Marken. Ein üblicher Wert ist vielleicht 100.000. Und dann werden die Kosten für die Abmahnung nach RVG irgendwo so zwischen 1.600 und 2.500 Euro liegen. Die nächste Eskalationsstufe ist die Klage. Eine Klage direkt einzureichen kann ich nicht empfehlen, denn der Gegner kann sich mit dem sogenannten Klageüberfall wehren. Das habe ich auch schon gemacht. Dann sagt der Gegner einfach, hättest du doch vorher was gesagt, dann hätte ich es ja sofort unterlassen. Ich unterlasse natürlich sofort. Wenn er das sofort noch vor der ersten Verhandlung oder direkt zu Beginn der ersten Verhandlung sagt, dann hat man zwar sein Ziel mit der Klage erreicht, allerdings muss man die kompletten Kosten tragen, sowohl von der Gegenseite als auch die eigenen Kosten, die Gerichtskosten, alle Kosten. Das ist natürlich schlecht, deswegen sollte man zumindest erstmal abgemahnt haben.
damit der andere Kenntnis hatte und kann dann eben klagen. Klage haben Sie bestimmt alle schon mal gehört. Da reicht man eben eine Klage beim Gericht ein und kann dann eben alle diese Ansprüche, die ich gerade auch schon aufgezählt hatte, eben bei Gericht geltend machen. Die Kosten von so einer Verletzungsklage, also das Kostenrisiko, denn der Verlierer zahlt ja am Ende in der ersten Instanz, werden so Größenordnung irgendwo zwischen 20.000 und 35.000 Euro liegen. Das ist jetzt keine Seltenheit. Also wesentlich kostspieliger, da muss man sich schon relativ sicher sein, dass man da auch gewinnt. Denn einfach mal so klagen können sich natürlich einige Unternehmen leisten. Eben die größeren Unternehmen, die klagen dann einfach mal, auch wenn sie gar nicht sicher sind, ob sie gewinnen. Wenn man als kleinerer Mittelständler oder kleines Unternehmen klagt, dann sollte man sich da schon relativ sicher sein. Man hat eben ein relativ großes Kostenrisiko. Dann gibt es dann noch die einstweilige Verfügung. Die ist so ein bisschen parallel dazu. Die einstweilige Verfügung bekommt man erlassen, wenn die positive Kenntnis der Verletzungshandlung weniger als 4 Wochen zurückliegt. Dann kann man einem Gericht sagen, liebes Gericht, ohne dass du dem anderen Bescheid sagst, erlasse bitte diese einstweilige Verfügung mit dem Unterlassungsanspruch. Und dann kann man mit der, wenn er stattgegeben wird, der einstweiligen Verfügung, kann man dann zu dem Gegner marschieren und diese einstweilige Verfügung kurzfristig vollstrecken. Und dann muss er eben von einem Tag auf den anderen unterlassen und eben zum Beispiel diesen markenverletzenden Gegenstand vom Markt nehmen. Das ist ein scharfes Schwert. Das gab es zum Beispiel bei Apple gegen Samsung in einer Designverletzung. Da musste dann das Galaxy Tab von einem Tag auf den anderen vom Markt genommen werden. Weil es eben so ein scharfes Schwert ist und auch eigentlich nur in Deutschland so existiert, ist das auch bei internationalen Konzernen sehr beliebt. Also immer Vorsicht, wenn man eben auf der Verletzerseite ist. Es könnte eine einstweilige Verfügung ergehen. Man kann sich dagegen wehren und vorbauen, indem man eine sogenannte Schutzschrift hinterlegt, die dann vom Gericht durchgelesen werden muss, bevor die einstweilige Verfügung erlassen wird. Dazu erzähle ich aber mal was in einem Folgevideo. Dann gibt es noch die Zollbeschlagnahme. Man kann EU-weit oder auch deutschlandweit einen Zollbeschlagnahmeantrag stellen. Da listet man dann gegenüber dem Zoll alle Schutzrechte auf, die man hat, also Patente, Marken und Designs, und teilt dem Zoll möglichst genau mit, wie man eben Fälschung erkennen kann, zum Beispiel bei Kleidung an irgendwelchen losen Nähten, während das Original eben gekettelte Nähte hat, oder an bestimmten Knöpfen, die nur im Original vorhanden sind, oder irgendwelchen anderen Sicherheitsmerkmalen. Dann teilt man dem Zoll mit, wo üblicherweise die Originalwaren anlanden, von Produktionsort, zum Beispiel aus China oder aus Indien oder aus Pakistan, wo immer die Sachen produziert werden, in welchen Häfen, in welchen Flughäfen die angelandet werden. Denn dann wissen die Zöllner, wenn irgendwo anders was angelandet wird, dann muss es eigentlich eine Fälschung sein. Dann sollte man dem Zoll noch mitteilen, wo die Produktionsstandorte sind oder wo die Orte sind, aus denen verschickt wird. Denn wenn die dann eben auf dem Paket andere Orte sehen, dann ist das auch wieder ein Hinweis für den Zoll, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Also je mehr Informationen man dem Zoll gibt, je eher und effizienter kann der Zoll Fälschungen erkennen und dann aus dem Verkehr ziehen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, wie man Patente, Marken und Designs durchsetzt. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Ich freue mich über Kommentare und Fragen unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.